Ich bin der Swobo und vor ziemlich genau 2 Jahren stand ich schon mal an der gleichen Stelle hier bei mir im Garten und habe ein Fahrrad aus dem Karton ausgepackt. Damals war es ein E-Mountainbike für meine Tochter Maya. Wir haben das dann hier zusammengebaut und danach auch getestet. Sie ist danach auch damit gefahren oder fährt teilweise immer noch damit. Ich war so minder begeistert von so einem E-Mountainbike mit Seilzugbremsen und auch ohne Drehmomentsensor. Das war einfach nicht so meins. Da bin ich dann von einem anderen Hersteller andere Sachen gewohnt gewesen und verwöhnt gewesen. Ich probiere es mal wieder aus. Hier das neue Objekt sozusagen, was ich hier zum Testen bekommen habe von der Firma Fido. Das C21 ist ein Citybike oder Urbanbike, sagt man ja auch heutzutage dazu. Sprich, nicht für Touren gedacht. Der Akku ist fest im Rahmen verbaut. Genug gesabbelt. Ich packe das Ding jetzt erstmal aus. Um das Rad jetzt leichter zusammenbauen zu können, habe ich es jetzt hier in meinen Montageständer eingespannt. Und was auch noch dabei ist, will ich auch noch mal eben zeigen, hier ist das Accessoire-Kit. Da sind Schraubenschlüssel drauf gemalt und Schraubendreher. Ich denke mal, dass dann dementsprechend da auch das Werkzeug drin ist. Hier sehe ich schon, sind wohl die Halterungen für die Schutzbleche, die auch mitgeliefert wurden. Hier ist gar nicht mal gedacht, dass ich auch noch Schutzbleche dazu bekomme. Es gibt das Rad auch mit Gepäckträger, aber Gepäckträger haben sie mir, glaube ich, jetzt bei der Testversion hier nicht gegönnt. Und dann gucke ich mal, was ich hier noch habe. Pedal, Ladegerät, Rücklicht, Frontlicht, das Display. Ja, dann schaue ich mal, ne, dass ich das zusammengebaut bekomme. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit der Gebrauchsanweisung hier befasst. Die ist übrigens total auf Englisch, also ist keine deutsche Version dabei oder anderssprachig, alles nur auf Englisch, aber auch bebildert, sodass ich das auch verstehe. Und ja gut, Englisch kann ich auch. Das Gebrauchsanweisungsenglisch verstehe ich hier noch. Und als erstes soll ich den Lenker in seine richtige Position bringen und dann hier befestigen. Ist ja auch so ein mehrfach 6-Kant-Schlüssel dabei für mehrere Größen. Aber ich bin bei so entscheidenden Teilen wie Lenker, bin ja schon so ein bisschen darauf erpicht, dass es auch vernünftig festgemacht ist. Darum nehme ich gerne lieber meinen Drehmomentschlüssel, der natürlich hier nicht zum Lieferumfang gehört. Ist mein eigener fürs Fahrrad. Und alles, wo nichts draufsteht am Fahrrad, ziehe ich mal mit 8 Newtonmeter an. Bin ich bis jetzt mal gut mit gefahren. Habt ihr andere Erfahrungen, schreibt es mir auch in die Kommentare. Jedenfalls, jetzt dreht das alles mit dem Drehmomentschlüssel gleich nach. Und falls euch das interessiert, und der Montageständer stelle ich euch hier unten in die Videobeschreibung, ne, wo man so einen Montageständer bekommt, der auch 50 Kilo tragen kann. Obwohl das Rad wiegt nur 18. Als nächstes darf ich jetzt hier das Vorderrad montieren. Und ich habe ja gerade noch so die große Klappe gehabt, alles, wo ich nicht weiß, wo nichts dran steht am Fahrrad, Drehmomente, mache ich alle mit 8 Newtonmeter fest, ja, am Vorderrad nicht. Da traue ich mir auch 12 Newtonmeter zu. Mal gucken, achso, da ist noch, da ist ja auch vernünftig, ne? Habe ich jetzt hier aufgepasst. Ist ja noch hier der Block drin, um die Scheibenbremse zu schützen. So. Das war das. Dann muss ich die Scheibenbremse noch eben justieren. Jetzt sollte das laufen. Das läuft. Tippitoppi. So. Kann man das denn wieder rausziehen? Ja, das ist ja. Interessant. Ach komm, das wird von unten verschraubt. Okay. Ich dachte gerade schon, wie ich das denn dann sichern kann gegen unfreundliche Menschen, die mir das wegnehmen wollen. Lampe vorne habe ich jetzt auch montiert und zu den technischen Daten vom ganzen Rad erzähle ich euch dann gleich was, wenn ich es fertig zusammengebaut habe. Das war jetzt Zufall, dass ich das richtige, für die richtige Seite genommen habe. Stand nämlich nichts drauf. Pedale habe ich jetzt montiert und jetzt schaue ich mal, ob die Schaltung vielleicht sogar schon richtig eingestellt ist. 4, 5. Eine 9-Gang-Kettenschaltung. Ja. Lässt sich sauber schalten und bremst. Super. Dann habe ich es ja praktisch zusammengebaut. Das Rücklicht wird einfach so mit so einem Gummiband hier befestigt, an der Sattelstütze, was ich interessant finde, ist so zum Rausschrauben und hat eine
USB-C-Lademöglichkeit und man kann es einstellen auf Automatik oder auf manuell. Ich sage es auf manuell jetzt. Muss ein bisschen länger drücken. Ah ja. Blinken wollen wir ja nicht, so. Geht es auch wieder aus? Ja. Ich habe jetzt noch mal widerwillig einen Blick in die Gebrauchsinformationen, in die Zusammenbauanleitung geworfen und herausgefunden, dass hier praktisch der Einschalter ist, der Hauptschalter. So, wenn ich den jetzt gedrückt habe, müsste ich hier das Rad jetzt einschalten können. Und geht auch. Ja, das Rad ist jetzt so weit zusammengebaut, das Fido C21 für die erste Testfahrt. Schutzbleche lasse ich mal bewusst ab, ist optisch auch nicht so meins. Ich werde die aber dann nachher, damit ihr auch seht, wie es aussieht, nochmal montieren, auch ein paar Aufnahmen dann mit Schutzblechen machen. Was mich jetzt sehr interessiert, es hat ja auch einen Drehmomentsensor und halt hydraulische Scheibenbremsen und keine manuellen. Gut, Lenker muss ich noch ein bisschen kippen, merke ich gerade, noch ein bisschen zu steil eingestellt. Aber das interessiert mich natürlich jetzt, wie das Ding fährt. Also, los geht's. So, ich fahre jetzt in Unterstützungsstufe 2 hier und fahre schon 25 km/h, also überhaupt kein Problem. Was ich auch sehr gut gelungen finde, ist hier das Display und die Geschwindigkeitsanzeige und dass es auch halb farblich ist. Jetzt hier Unterstützungsstufe 2, die 3 wird dann orange, die 4 noch oranger, dann war die 3 wohl eher gelb und die 5 dann rot. Und es geht auch Unterstützungsstufe 0. Und dann fährt man halt selber. Geht auch. Ja, Freunde, die ersten paar Meter mit dem Fido C21, hier macht schon richtig Spaß und Unterstützungsstufe 3 habe ich hier festgestellt, ist für mich schon hier völlig ausreichend. Da muss man so ein bisschen reintreten und mit Drehmomentsensor, das kannte ich jetzt am Barfahrmotor ja noch nicht, finde ich auch eine feine Sache. Dann gibt es nicht immer nur Vollschubrakete, sondern halt ein bisschen abgestufter. Dass das Fahrrad also merkt, dass ich fahren will oder einfach nur ein bisschen rollen will. Ja, fahre ich mal wieder nach Hause. Und dann schauen wir uns das ganze Ding mal im Detail an, die technischen Details. Ja, Freunde, die kleine Testfahrt hat mir jetzt richtig Spaß gemacht mit dem Fido C21 hier in der Farbe Anthrazit. Und was mir besonders Spaß gemacht hat, ist halt den Drehmomentsensor hat. Ne? Das war ich von dem letzten Rad, was ich getestet hatte, von so einem Testkarton, sage ich jetzt mal, nicht gewohnt. Ne? Das hat immer voll Schubrakete gemacht und das hier mit Drehmomentsensor ist schon ein feineres Fahrgefühl, dass man wirklich fahren kann, Unterstützung dazu wählen kann bis zur Stufe 5, wie gesagt, oder ohne Unterstützung fahren kann. Das finde ich schon wirklich sehr positiv. Ich finde es optisch auch wirklich sehr gelungen. Ich habe jetzt ja die Schutzbleche noch montiert. Braucht keine große Hexerei jetzt, die da anzuschrauben. Ist keine Schraube übergeblieben. Was ist mir sonst beim Fahren noch aufgefallen? Bremsen sind ja hydraulische Scheibenbremsen. Bremsen einwandfrei von der Firma Tektro. Das dürften 15 cm Durchmesser sein, also 150 mm Bremsscheiben, so wie es aussieht. Und war jetzt nichts zu angegeben in der Gebrauchsanweisung, wie groß die sind. Das war alles kein Problem. Auch das Zusammenbauen, das ist ja Werkzeug mitgeliefert. Ich mache das dann lieber mit meinem eigenen Drehmomentschlüssel. Dann weiß ich auch wirklich, wie fest die Schrauben sind, gerade so am Lenker. Griffe, ja, da kann man drüber streiten. Ne? Wenn man jetzt guckt, wofür nutzt man so ein Rad, wenn man nicht geschwitzt im Büro ankommt, will ein paar Kilometer fahren möchte und, oder sonst auch Gegenwind hat, so im Stadtverkehr, das ist halt schick, ne? Dann macht das was her. Man sieht nicht auf den ersten Blick, dass es sich um Elektrofahrrad handelt. Der 250 Watt Barfangmotor ist hier hinten im Hinterrad verbaut, hat einen 208 Wattstunden Akku, hat die Firma angegeben, der halt hier fest im Oberrohr verbaut ist. Es ist zwar unten eine Kunststoffklappe, man könnte ihn theoretisch, wenn man raushaben wollte, da rausholen. Habe ich jetzt aber darauf verzichtet, darum zu fummeln, ist auch nicht dafür gedacht. Ladebuchse ja hier an der Seite. Was ich da positiv finde bei dem Ladegerät, dass es diesen Bajonettverschluss hat, der richtig einriegelt.
und dass man dann sicher sein kann, dass der Stecker auch richtig drin ist, dann von der Kontakt vernünftig hergestellt ist zum Laden. Das finde ich positiv. Das Ladegerät hat eine Ausgangsleistung von 2 Ampere bei 42 Volt, also 84 Watt, kommen da ladeseitig raus. Und ich habe jetzt natürlich auch keinen Test gemacht nach der kurzen Fahrt, gerade wie viel Energie ich hier wirklich verbrauche. Der Hersteller gibt das an mit einer Reichweite bis zu 80 Kilometer. Das Rad selbst wiegt 18 Kilo. Das ganze System darf mit 120 Kilo belastet werden. Also ich kann 102 Kilo zuladen. Ich wiege gut 90 Kilo. Das wird mich keine 80 Kilometer weit tragen. Gehe ich mal nicht von aus, von meinem Bosch-Fahrrad, hätte ich was gesagt hier, mein Bosch CX-Motor, der hat ja auch 250 Watt und da habe ich einen 625 Wattstunden Akku und da schaffe ich auch mal gerade 120, 130 Kilometer mit dreimal so viel Energie. Von daher gehe ich da mal von aus. Oder ist es wirklich ein energiesparendes Fahrrad? Das weiß ich noch nicht. Aber da werde ich noch Tests machen, da werden noch Infos von mir kommen. Ich werde mal eine Tour damit unternehmen. Also wie gesagt, Griffe so ein bisschen mager. Gut, kann man natürlich aufrüsten. Lampe, das ist so eine, ja, so eine Frage, Geschmacksfrage. Auch mit der Rücklampe hier hinten dran, habe sie schon abgemacht. Ich finde es so einfach schicker, ohne die Rücklampe auf jeden Fall. Und es ist auch, wie gesagt, nichts, wo ich jetzt eine längere Tour mitmachen würde. Ja gut, abends zur Kneipe, ach nee, nehme ich auch lieber ein normales Fahrrad, auch kein Elektrofahrrad. Das ist schon fast zu schade für, aber für zum Bürofahren okay. Was haben wir hier noch technisch? Bremsen hatten wir, Schaltung. L-Tivo steht da drauf, RS oder R5 soll das heißen. Das ist eine 9-Gang-Kettenschaltung, schaltet einwandfrei, kann ich nichts zu sagen. Jetzt auch, weiß ich jetzt auch nicht, ich denke mal, das wird ja da wo es herkommt, das ist ja in China produziert, vielleicht eine gängige Schaltung sein, halt keine Shimano-Komponenten jetzt drauf. Und ob man dementsprechend da Ketten bekommt und Ritzelpaket, ist auch eine Frage, wie schnell verschleißt sowas, ne? Weiß ich jetzt nicht, aber so hat das Ding einmal frei funktioniert, also vom Schaltverhalten auch sehr präzise geschaltet das Ganze und war ja auch schnell zusammengebaut. Lenker, ich nehme halt gerne meinen eigenen Drehmomentschlüssel, damit ich weiß wirklich, wie fest die Schrauben sind. Display in Farbe, super Sache, was willst du mehr? Sattel, ja, muss man mal gucken, ne, bei längeren Touren, aber optisch finde ich es wirklich gelungen und wer es haben möchte, es gibt es in verschiedenen Größen, S, M und L, von Körpergröße 160 cm bis 195 cm. Ich bin 1,75 m, das ist jetzt die Größe L, die Farbe Anthrazit. Es gibt es noch in der Farbe Grün und in der Farbe Dunkelgrün. Und es gibt es auch noch als Damenfahrrad, also wo dann praktisch das Oberrohr nicht da ist. Dieses hier, da kostet das Rad, ach Quatsch, da kostet das Rad nicht. Dann heißt das Rad nicht mehr Fido C21, dann heißt das Rad Fido C22. Was das dann kostet, weiß ich auch nicht. Dieses Rad kostet jetzt, so wie es hier steht, 1599 Euro. Man kann sich dazu noch den Gepäckträger gönnen, der kostet nochmal 75 Euro Aufpreis. Ich bin ja nicht so ein Gepäckträger-Fan. Ich finde das so total schick. Also für zur Arbeit zu fahren, glaube ich, nehme das morgen direkt mal zum Ausprobieren. Und ich muss ja 20 Kilometer pro Strecke fahren. Das wird es ja wohl schaffen. Werde ich damit ja auch wohl schaffen. Das ist doch mal direkt morgen ein schöner Test damit. Ja, was wollte ich noch gesagt haben? Technischen Dinge haben wir soweit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die bitte in die Kommentare oder wenn ihr Erfahrungen damit habt, wenn ihr selbst ein Rad von Fido schon habt oder andere Hersteller irgendwas vergleichen. Bei meinem letzten Test habe ich ja gemerkt, da habe ich das Rad am Ende nicht so gut aussehen lassen. Und da waren viele so nach dem Motto, ja, es kann sich nicht jeder so ein sauteures Fahrrad für mehrere tausend Euro leisten. Und die tun es doch auch und sind doch auch gut. Und das hier hat auch wirklich Spaß gemacht. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich letztes Mal testen durfte. Von daher kann ich sagen, ja, ist okay, ne? Kaufempfehlung, das muss ja jeder selber wissen. Und ich weiß auch noch nicht, ich muss noch mit der Firma Fido noch mal sprechen, ob ich noch einen Rabattlink für euch bekomme, den ich unten in die Videobeschreibung reinnehmen kann. Weiß ich noch nicht, müsste mal auschecken hier, wenn das Video rauskommt, ob unten irgendwas drin steht. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwas rausschlagen kann, dass ihr da ein bisschen Vergünstigung habt. Ja, sonst bedanke ich mich bei euch jedenfalls fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr euch das Video bis zu Ende angeguckt habt. Wie gesagt, nicht mit Kritik sparen. Und bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute. Bis demnächst. Bleibt gesund. Euer Spobo. Ciao.